Einen schönen Mittwochnachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei Logos on Air live aus der Radiofabrik in Salzburg. Gast im Studio ist heute gewaltfreie Kommunikationstrainerin und Physiotherapeutin Maria Hechenberger, Mitglied des Netzwerkes Gewaltfrei Austria. Vielen Dank für deine Zeit mitten in den Weihnachtsferien. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Du bist verheiratet und Mutter von zwei Kindern namens Gabriel und Mathilda. Vielleicht hören die beiden ja zu. Wie alt sind sie denn? 8 und 10. Und sie tragen dieselben Namen wie ich. Ich heiße Gabriele Mathilde. Ich möchte mit dir gemeinsam versuchen, den Hörerinnen und Hörern ein Gefühl dafür zu geben, was im Konzept der gewaltfreien Kommunikation drinnen steckt und welch unendliches Friedenspotenzial darin zu finden ist. Ich freue mich auf die Zeit hier im Studio. Bleiben Sie bei uns auf 107,5 oder über den Livestream der Radiofabrik.at. Sie erreichen uns wie immer unter radio@logotherapie-salzburg.at. Auf deiner Webseite habe ich ein Zitat entdeckt, das mir sehr gut gefällt. Da steht: Natürlich spielt es eine Rolle, was wir sagen und auch wie wir es sagen, aber noch viel wesentlicher ist es, warum wir es sagen und was wir eigentlich damit meinen. Möchtest du uns das Anliegen, das hierin steckt, kurz erläutern, bitte? Schwierige Frage. Es ist so schwierig, anfangen zu reden da herinnen. Mhm. In der gewaltfreien Kommunikation wird eine Methode vermittelt und erklärt, so ein 4-Schritte-Modell, nach dem man sich orientieren kann und auch Formulierungen finden kann. Und eigentlich geht es gar nicht um diese 4 Schritte und die richtigen Formulierungen zu finden, die sind nur Hilfestellung dafür, zu schauen, was ich eigentlich wirklich sagen will. Mhm. Und mit dem Zitat möchte ich gern sagen, dass ich die schönsten Worte verwenden kann, wenn ich Gedanken dahinter habe oder Absicht dahinter habe, die ganz was anderes meint, dann nützen die ganzen schönen Wörter gar nichts. Kannst du mit dem Vergleich was anfangen, den Michelangelo zitiert hat oder erfunden hat, dass es immer darum geht, den Menschen hinter dem Marmorblock zu suchen? Einfach zu schauen, was steckt dahinter. Nicht weniger die Worte, die genau und dir verwendet und sich daran aufzuhängen, sondern was will er mir sagen? Warum, warum, warum? Ja, genau. So ungefähr stellen wir das vor. Mhm. Mir fällt so eine Anekdote ein. Mein Vater hat früher, als ich wenn ich irgendeinen Witz auf seine Kosten gemacht habe und er sich nicht angegriffen gefühlt hat und das auch noch lustig gefunden hat, hat er dann zu mir gesagt, blöde Kuh. Und blöde Kuh ist ja eigentlich ein Schimpfwort und in einem anderen Kontext heißt es ja vielleicht was Schlimmes. Aber das war eigentlich ein liebevoller Ausdruck und das Wort selber macht es eigentlich gar nicht aus, sondern was er damit sagen wollte. Wie bist du generell auf die gewaltfreie Kommunikationsschiene gekommen? Gibt es da Erlebnisse oder Erfahrungen, die dich in diese Spur gebracht haben? Ja, interessant war, dass ich in meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin, da gab es ein Fach, das hieß Kommunikation und das hat eigentlich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Es hat mich so fasziniert und als ich dann in Karenz war mit den Kindern zu Hause, habe ich das Buch gelesen von Marshall Rosenberg und einen Einführungskurs besucht. Und das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Auch die Trainerinnen und der Trainer, die das vorgetragen haben, haben mich gleich so berührt, dass ich das nutzen wollte für meine persönliche Weiterbildung. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, das zu meinem Beruf zu machen. Und die habe ich dann ergriffen. Das heißt, physiotherapeutisch bist du jetzt im Moment auf Eis gelegt oder arbeitest du parallel oder gleichzeitig? Eis gelegt, so könnte man sagen, ja. Ja, inzwischen bist du selber Trainerin und leitest auch Seminare. Wer sind denn die Menschen, die zu dir kommen?
Also bei Physiotherapie kann man sich leichter vorstellen. Da gibt es Leute, die haben Knieschmerzen, Kreuzschmerzen oder sonst irgendwas oder werden überwiesen. Aber wer kommt zu einer gewaltfreien Kommunikationstrainerin? Es sind Menschen, die in ihrem Privat- oder Berufsleben lernen wollen, anders mit Konflikten umzugehen, in die das Zwischenmenschliche verbessern wollen. Die merken, dass zum Beispiel im Umgang mit ihren Kindern oder mit ihrem Partner in manchen Situationen der Hund drinnen ist und ja, und da schauen wollen, ob sie nicht irgendwas verändern können. Ist der Terminus gewaltfreie Kommunikation bei uns ausreichend bekannt, sodass jemand, der weiß, dass er in einem Konflikt steckt, dich sucht? Ich finde, dass der Ausdruck sehr irreführend ist. Marshall Rosenberg selber ist nicht mehr zufrieden mit der Betitelung seiner Methode und seiner Philosophie. Mhm. Aber es hat so viel Namen, also es hat so viel an Name, dass ich es für mich auch nicht mehr anders betiteln möchte. Ja, Marshall Rosenberg ist jetzt schon zweimal gefallen. Vielleicht komme ich kurz auf ihn zu sprechen. Er ist 1934 in Ohio geboren und wird korrekt als klinischer Psychologe bezeichnet, also von seiner Ausbildung her. Und er ist Gründer der gewaltfreien Kommunikation. Die Idee für das Zentrum für gewaltfreie Kommunikation, das er in Amerika gegründet hat, gingen aus seiner jahrelangen Arbeit hervor, die er mit Bürgerrechtlern in den frühen 60er Jahren geleistet hat. Mit ihnen hat er Mediationsprogramme und Trainings zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit durchgeführt, um Gemeinden zu unterstützen, die die Rassentrennung an Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überwinden wollten. Das heißt, der Ursprung kommt aus einem ganz massiven gesellschaftspolitischen Kontext. Rosenberg versteht die gewaltfreie Kommunikation als eine Methode zur Verbesserung des Miteinanders. Gelungene Kommunikation und dauerhaft friedliche Beziehung gelingt nur bei echtem empathischen Kontakt. Und da darf ich dich wieder als Expertin fragen, Maria, was ist Empathie für dich? Das ist voll eine schöne Frage, aber es ist auch eine schwierige Frage. Ich möchte es gerne mit einem Bild darzustellen. Empathie heißt für mich, mich einfühlen. Nicht nur mitfühlen, sondern wirklich mich einfühlen in diese andere Person. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich empathisch bin, lasse ich die Dinge, die mich beschäftigen und die mir wichtig sind und die ich empfinde, wie Wolken vorbeiziehen. Ja, auf die steige ich nicht auf, die sind zwar da, aber auf die gehe ich nicht ein. Stattdessen gehe ich auf das ein, wovon die andere Person gerade erzählt, verbal oder nonverbal. Es gibt da noch ein wunderschönes Zitat von Marshall Rosenberg oder eigentlich einen längeren Absatz, richtig gehend. Darf ich den kurz verlesen? Oder möchtest du was zu Marshall Rosenberg sagen, was mir vielleicht nicht so... Na gern, liest du vor und die... So weiß. Also er sagt... Weil ich glaube, dass die Freude am einfühlsamen Geben und Nehmen unserem natürlichen Wesen entspricht, beschäftige ich mich schon viele Jahre meines Lebens mit zwei Fragen. Was geschieht genau, wenn wir die Verbindung zu unserer einfühlsamen Natur verlieren und uns schließlich gewalttätig und ausbeuterisch verhalten? Also gewalttätig heißt hier nicht nur, wir hauen mit Stangen um uns, sondern eben auch in der Kommunikation kann man sehr viel Gewalt ausüben. Und umgekehrt, was macht es manchen Menschen möglich, selbst unter den schwierigsten Bedingungen mit ihrem einfühlsamen Wesen, also im Inneren, in Kontakt zu bleiben? Und es heißt weiter, ich begann mich mit diesen Fragen in meiner Kindheit während des Sommers 1943 zu beschäftigen, als unsere Familie nach Detroit umzog. In der zweiten Woche nach unserer Ankunft brach wegen eines Zwischenfalls in einem Park ein Rassenkrieg aus. Mehr als 40 Menschen wurden in den nächsten Tagen getötet. Unser Viertel lag im Zentrum der Gewalt und wir sperrten uns 3 Tage lang zu Hause ein. Nachdem der Rassenkrawall zu Ende war und die Schule wieder anfing, entdeckte ich, dass ein Name genauso gefährlich sein kann wie eine Hautfarbe. Als der Lehrer bei der Anwesenheitskontrolle meinen Namen aufrief, starrten mich 2 Jungs an und zischten: »Bist du ein Kaik?« Ich hatte dieses Wort noch nie gehört und wusste nicht, dass es eine abfällige Bezeichnung für Juden ist. Nach der Schule warteten die beiden auf mich, warfen mich zu Boden, traten
und verprügelten mich. Ja, das heißt, Marshall Rosenberg hat eine eigene Erfahrung umgemünzt in die Suche nach seinem verbindenden Wesen und nach dem positiven Kern in sich, um dem Ganzen nicht wieder mit Gewalt zu begegnen. Hast du Marshall Rosenberg selbst kennengelernt in deiner Ausbildung? Ja, ich durfte ihn kennenlernen, als er zum letzten Mal in der Schweiz war, vor 3 Jahren. Jetzt gibt er seine Trainings meines Wissens noch ausschließlich in den USA. Und gerade dieses Beispiel hat er auch erzählt. Und er hat auch erzählt, dass er selbst als einer der gewalttätigsten Burschen in der Schule bekannt war. Mhm. Also er hat damals mit den Fäusten zurückgeschlagen und sich verteidigt. Und hat sich da aus Liebe zur Entwicklung entwickelt. Ich glaube, das ist dann einfach auch später gekommen. Aber die Frage, soweit ich das verstanden habe, war da wirklich schon in ihm. Er hat da erzählt, dass zu Hause die Mutter und der Onkel die Großmutter gepflegt haben, die am ganzen Körper gelähmt war. Der Onkel ist jeden Abend gekommen, um der Mutter zu helfen, die Großmutter zu waschen und eben die Pflege vorzunehmen. Und er hat so ein Lächeln auf seinem Gesicht gesehen, während er diese Arbeit, diese dienliche Arbeit getan hat. Und er hat gesagt, er hat auch ein Lächeln auf den Gesichtern der Burschen gesehen, wenn sie manchmal zugehaut haben. Und das hat ihn einfach mit dieser ganz großen Frage konfrontiert, warum bringt es ein Lächeln auf das Gesicht, wenn ich was ganz Verletzendes tue zu wem anderen, und ein ähnliches Lächeln oder auch ein Lächeln, wenn ich jemandem sowas Gutes zukommen lasse. Mhm. Und da ist seine Forschung dann in all den Jahren hingegangen. Wenn wir es wieder auf bewältig oder fassbares Maß für Hörerinnen und Hörer runterbrechen, ist die gewaltfreie Kommunikation auf 4 Schritten basierend. Welche sind diese 4 Schritte? Es sind 4 Schritte. Ja, der erste Schritt, in dem geht es darum, dass ich versuche, die Dinge so beim Namen zu nennen, wie sie tatsächlich sind. Das heißt, eine ganz konkrete Beobachtung zu machen im Unterschied von einer Bewertung oder einer Beurteilung. In unserer Alltagssprache sagen wir ganz selten, wenn wir von einer Situation sprechen, was ganz Sachliches, wie ganz banal, da herinnen schaut es aber furchtbar aus. Das ist nicht sehr sachlich. Was ist denn tatsächlich, dass ich den Eindruck habe, es schaut furchtbar aus? Und dass es furchtbar ausschaut, ist ja für jeden verschieden. Also diese Wahrnehmungen sind so unterschiedlich, sie einfach sofort zu Konflikten einladen. Also konkret ist das wahrscheinlich der Rest der Silvester-Gaudi von den Mitarbeitern der Radiofabrik. Ich habe das als Beispiel gemacht. Ich habe gar nichts Konkretes da festgestellt. Krishnamurti hat übrigens gesagt, das ist eins der Zeichen für höchstmögliche Intelligenz ist, wenn ich wirklich eine Beurteilung von einer Bewertung trennen kann. Eine Beobachtung von einer Bewertung oder Beurteilung trennen kann. Okay. Also es ist ganz schwierig und es braucht oft große Aufmerksamkeit zu schauen, was ist jetzt wirklich tatsächlich passiert und was macht mein Hirn ganz automatisch dazu. Mhm. Ja, es gibt ja auch so viele vorgefertigte Ideen in der Gesellschaft, die man zu erfüllen hat, und Bewertungen, die einfach schon da sind, denen man sich bedient. Genau. Ja. Sind auf der einen Seite, finde ich, auch ganz wichtig, weil wir wollen sie auch einordnen können, die Dinge, die wir lernen, die wir sehen und mit denen wir konfrontiert sind. Aber uns bewusst zu machen, was ist, ist unheimlich hilfreich in der Kommunikation, weil ich mir dann selber bewusst mache, dass jemand anderer das ganz anders sehen kann. Und dass es nicht das ultimativ Richtige ist. Weil auf einer Skala von 1 bis 10, wie es da herinnen ausschaut, wird jeder was anderes sagen. Aber wenn ich sage, es sind Luftballons und
so Faschingsschlaufen mhm. auf der Box drauf, würde jeder sagen, ja, stimmt. Mhm. Die kehren da nicht her. Das könnte wie andere sagen. Ich finde, dass das schön ist. Okay. Also Sachlichkeit in der Beobachtung und in der im Aussprechen dessen, was man beobachtet. Ist Schritt eins. Genau, das ist okay. Schritt eins. Und das ist schon viel. Da ist schon voll viel gewonnen, wenn ich das fertig bringe. Mhm. Im zweiten Schritt geht es darum, meinen Gefühlen bewusst zu werden, darf ich jetzt mal sagen. Ich muss sie nicht unbedingt aussprechen. Wie ich schon vorher gesagt habe, geht es nicht darum, diese vier Schritte nach einem gewissen Raster immer runterzuleiern, sondern mir bewusst zu werden, was empfinde ich wirklich. Also das ist ein ganz starkes Zu-mir-Nehmen. Und es gibt so diese Aussage, ich weiß leider nicht, woher sie kommt, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass eine Gesellschaft so gewaltbereit ist, wie groß ihr Wortschatz der eigenen Gefühle ist. Also je mehr Gefühlswörter ich habe, desto mehr bin ich mir meiner Gefühle bewusst, desto mehr bin ich mir selber bewusst und umso weniger gewaltbereit bin ich. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil sobald ich mich konzentriere drauf, was macht denn das mit mir, diese Situation? Habe ich so ein Innehalten und auf mich konzentrieren, dass ich gar nicht mehr losfeuern und zurückschlagen oder hinhauen muss, sondern mal schauen kann. Wie geht es mir denn? Also in diesem zweiten Schritt unterscheide ich diese Gefühle, die wir in unserer Sprache als Gefühle bezeichnen, wie ich fühle mich überfordert, ich fühle mich auf den Schlips getreten. Überfordert ist ein richtiges Gefühl, aber ich fühle mich auf den Schlips getreten von dir oder ich fühle mich übervorteilt, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, übervorteilt ist jetzt nicht so schlimm, oder? Benachteiligt? Benachteiligt schon, übervorteilt, da tut mir wer anderer was. Das ist kein Gefühl von mir. Ach so, okay. Es geht darum, dass ich die Gefühle wahrnehme, die tatsächlich in mir spürbar sind. Das andere sind Ideen, was wer anderer tut. Mich übergehen, mich missbrauchen. Also das heißt, wir hinken sprachlich hinterher und können uns deswegen nicht so griffig vorstellen, was vorgeht in uns. Genau, das kommt mir so sagen, glaube ich. Also das jahrelange Sprachmuster, dessen wir uns bedienen, ist uns dessen hinderlich. Hast du Erfahrung, ob Menschen ihre Gefühle, wie gut sie lernen, sich auszudrücken nach einem Training mit dir? Oder wie geht man da vor? Weil ich nehme an, wenn du ein Flipchart aufstößt und sammelst Gefühlswörter, dass da draufsteht, gut, aus. Genau, das ist so das erste Wort. Wenn jemand fragt, wie es mir geht, dann geht es mir gut oder nicht gut. Wie geht es dann noch? Dann ist der Wortschatz zu Ende. Ja, ich kann mir das vorstellen. Das heißt, du übst auch ein bisschen einfach Worte zu finden für das, wie es einem geht. Aber du kommst dann wahrscheinlich auch mit Vorschlägen, weil er nicht viel da ist. Nein, es wird dann, wenn es jetzt ein Seminar ist, wo 10 Teilnehmerinnen drinnen sitzen, wird dann wirklich die ganze Flipchart voll und ich habe keinen Platz mehr. Mhm. Was passiert ist eben am Anfang, dass solche Wörter dazukommen, die ich vorher genannt habe, die eigentlich nicht von Gefühlen in mir sprechen. Und diese Unterscheidung ist oft schon ein großes Aha-Erlebnis und bewirkt eigentlich schon ganz viel. Und wie war die Frage jetzt noch einmal? Wie es denen dann geht nach so einem Training, ob sie das dann... Ob der Wortschatz sich dann verbessert hat oder dann auch das Verhalten in diese Richtung oder das Denken, das Schöpfen. Also nach einem Einführungskurs kriegt man eine Idee davon. Mhm. Aber es ist einfach, wenn ich da wirklich was verändern will, muss ich das üben. Und die Methode ist zwar leicht, finde ich, es sind 4 Schritte, aber bis ich wirklich was verändert habe, dass ich es in meinem Alltagsgebrauch anders verwende, das dauert Jahre. Und lebenslanger Prozess. Es ist ja die Entwicklungsmöglichkeit nach oben offen. Genau, ich bin nicht am Ende angelangt. Je nach Vorbild oder wo wir uns hinentwickeln wollen, ist es Mahatma Gandhi, dann können wir Leben lang üben. Ja. Oder wer auch immer in diese Richtung. Gut, das waren 2 Schritte jetzt. Sollen wir mal Musik machen vom dritten Schritt? Ja, genau, sonst ist es so schwer verdaulich, glaube ich. Okay. Also du hast das Musik mitgebracht, und zwar Annette Louisanne, und das wollen wir jetzt sehr gerne hören. Der Titel heißt Ausgesprochen, unausgesprochen. Darf ich da nur kurz vorher dazu was sagen?
was die Annette Lysander singt, ist eigentlich das, dass sie ihre Gefühle nicht ausdrücken will oder glaubt zu brauchen, weil das soll der andere einfach wissen. Ja? Und das soll dem anderen einfach klar sein, was sie jetzt fühlt. Okay. Na, weil es gerade im Ausklingen des Liedes war, ausgesprochen, unausgesprochen. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, als ich ihm erzählt habe von der gewaltfreien Kommunikation, ich habe morgen nicht Sachen so umständlich ausdrücken müssen und diese ganzen Gefühlswörter sagen. Er mag, dass das eine Umarmung und dann weiß jeder, was gemeint ist. Und das habe ich voll interessant gefunden, weil das will ich auch. Das war voll schön. Oder das ist voll schön, wenn man gleich weiß, was gemeint ist. Aber es ist voll schön, wenn man eine Möglichkeit hat, was zu sagen oder zu tun, wenn die Umarmung einmal nicht funktioniert oder missverstanden wird. Und ja, aber ich weiß, was er meint. Ich glaube, speziell Männer wollen nicht immer so umeinander duseln, sondern einfach, ja. Genau. Aber das braucht ja eine Vorarbeit, weil bis bei der Umarmung bist und die das dort raus, obwohl ja Konflikt da ist. Das sind ja Schritte. Das sind ja dazwischen Schritte. Ja, die kann ich jetzt bewusst oder unbewusst machen, wenn er schon so weit ist, dass, ja, passt eh. Dann passt es aber eh, oder? Ja, dann passt es für ihn, das ist schon super. Aber was ist, wenn die andere Person sagt, hey, dann, wenn er dann die Möglichkeit hat, irgendwie anders zu fragen oder anders zu reagieren, okay, finde ich sie eigentlich hilfreich. Mhm. Und da kommt man gleich zum dritten Schritt. Bitte sehr. Okay. Ja. Genau, der dritte Schritt ist eigentlich das Herz dieses Vier-Schritt-Modells. Da geht es um die Bedürfnisse. Und es geht darum, festzustellen, welcher Bedürfnis dahinter steht, hinter dem, was ich jetzt gerade möchte. Zum Beispiel, ja, ich möchte jetzt spazieren gehen. Und wenn das nicht funktioniert, weil ich nur 2 Stunden in einem Hörsaal drinnen sitzen muss, kann ich frustriert sein und traurig und genervt. Und wenn ich merke, was ich eigentlich dahinter wirklich will, nämlich was mein Bedürfnis hinter dem Spaziergang ist, wie zum Beispiel Entspannung oder Ruhe oder Regeneration, dann kann ich schauen, was es für andere Möglichkeiten gibt, zu diesem Bedürfnis zu kommen. Im Hörsaal zum Beispiel mich einfach kurz zurücklehnen und die Augen zu machen. Einen vorgestellten Spaziergang zu machen. Genau. Bin nicht mehr ganz so ausgeliefert. Der hohe Wert darin, das, also außer zu finden, worum es mir abstrakt geht. Also diese Bedürfnisse, die Marshall Rosenberg meint, sind alle abstrakt und nicht gebunden an gewisse Personen oder gewisse Situationen oder Handlungen. Und mir dessen bewusst zu werden, bringt mir auf eine Ebene, in der ich erstens einmal ganz viele neue Mittel und Wege oder Strategien habe, das zu erfüllen. Und ich habe ganz viele neue Strategien und Mittel und Wege, meinem Gegenüber entgegenzutreten. Ist das was Ähnliches, wie wenn Elisabeth Lukas, also die große, bekannte Schülerin Viktor Frankls, sagt, mit Alternativen spielen, sich Alternativen zu überlegen? Oder ist das jetzt was anderes? Schon. Glaub durchaus. Nur geht es den Weg über die Tiefe der Bedürfnisse. Mhm. Und das hat nur einen zweiten großen Vorteil, weil mein Gegenüber hat auch diese Bedürfnisse. Und oft sind die Bedürfnisse bei 2 verschiedenen Strategien die gleichen. Also wir streiten uns nicht auf der Bedürfnisebene, weil Bedürfnisse haben alle Menschen die gleichen. Mhm. Welcher Geschlecht, welcher Kultur, welcher Alter. Okay. Die Bedürfnisse selber sind gleich, nur wie wir versuchen, sie uns zu erfüllen, das variiert. Ja, jetzt stelle ich mir das aber ähnlich schwierig vor, wie das Ausdrücken von Gefühlen ist, das Ausdrücken von Bedürfnissen. Wer weiß denn schon, welches Bedürfnis hinter meiner eigenen, also ich weiß das oft nicht, wenn ich Türen zuwirf, was ich eigentlich will. Ja. Vielleicht kannst du mal so ein, wie die ICD-10, so einen Katalog entwerfen, wo drinnen steht, dann kann man sich aussuchen, welches Bedürfnis man gerade bedient. Es gibt sogar eine App,
Eine Bedürfnis-App. Ja, genau, cool. Bedürfnis- und Gefühls-App, weil es wirklich schwer ist und weil wir diese Wörter nicht parat haben. Und im Kurs oder wenn man das Buch liest von Rosenberg, die sind, dann empfehlen wir, weil du wirst mir ganz am Schluss fragen. Woher warst du das schon? Okay. Da stehen so einfach Gefühlslisten und Bedürfnislisten drinnen. Und am Anfang bin ich dann auch bei mir den Zettel holen gegangen. Und geschaut, was von diesen Wörtern könnte jetzt wo passen. Und habe dann später meine eigene erstellt. Ich glaube, jede Person hat dann ihre eigene Liste, weil es einfach Wörter gibt, zu denen ich mehr Bezug habe oder eine größere Vorliebe. Wichtig sind eigentlich die Kriterien bei den Gefühlen, dass es um mich geht, dass für mich spürbar ist und bei den Bedürfnissen, dass was Abstraktes ist. Das heißt nicht was der andere da muss, sondern dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt zu erfüllen. Mhm. Gibt es da so ein Standardrepertoire von Bedürfnissen zwischen Ehepartnern aus deiner Arbeit heraus? Standardrepertoire. Ja, wahrscheinlich ist es ja immer das Gleiche. Und es ist nicht nur zwischen Ehepartnern. Also eigentlich ganz oft oder ganz viel ist das Bedürfnis nach Wertschätzung, Authentizität ist ein Bedürfnis, was bei mir einfach ganz oft kommt. Dann ist Ruhe, Entspannung. In unserer heutigen Zeit einfach ganz ein großes Thema. Also zur Wertschätzung gehört einfach eine Anerkennung. Respekt kann jetzt ein Bedürfnis sein oder sogar eine Strategie für Wertschätzung. Also da kann man auch wieder mit den Wörtern spielen und schauen, was bedeutet das Wort für mich. Und an der Stelle fällt es einfach wieder ins Gewicht. Was meine ich damit? Meine ich damit, dass du mir jetzt Wertschätzung geben musst, wenn ich sage, ich brauche Wertschätzung? Oder meine ich damit, da geht es eigentlich um Wertschätzung. Und jetzt kriege ich die von dir nicht? Da ist man halt woanders, oder? Genau, wo kann ich hingehen? Ist nur eine Vermutung jetzt meinerseits. Ist das größtmögliche Potenzial an Wertschätzung bei einem selber, für einen selber? Ich glaube, es kommt auf die Person drauf an, wo sie gerade im Leben steht. Also, naja, aber wenn ich mich selber ausreichend wertschätze, bin ich nicht so sehr abhängig von der Wertschätzung von meinem Umfeld. Absolut. Aber ich glaube, das gelingt jeden anders gut. Also ich glaube auch, dass ich, wenn ich mich selber so lieb, ja, und so im Einklang und im Reinen bin mit mir, dann brauche ich nicht die anderen Leute, die mir sagen, hey, du bist in Ordnung, du bist gut und du machst das klasse. Mhm. Also wenn mir Wertschätzung fehlt, versuche ich mich darauf zu besinnen, dass es gut ist, so wie ich bin. Mhm. Aber es gelingt mir nicht immer gleich gut. Und manchmal unterstützt es einfach sehr, wenn wer anderer sagt, hey, das hast du aber gut gemacht. Ich habe einfach mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, der Anspruch, für alle Bedürfnisse selber zu sorgen, ja, weil es gibt mehrere solche Sachen, oder ganz viele solche Sachen, oder die meisten der Sachen, wo ich einfach für mich selber sorgen kann, wo die Nahrung in mir selber eigentlich ausreichend vorhanden ist. Mhm. Nur für jeden Menschen ist die Möglichkeit, das zu rekrutieren, nur anders. Mhm. Und die gewaltfreie Kommunikation soll zugänglich sein für alle Menschen. Und ich glaube, dass es oft eine Überforderung ist, wenn die Menschen glauben, sie müssten alles aus sich selber herausschaffen. Und das ist dann ein Irrweg, weil du wirst dann hart und kalt. Ja, das wäre nur das absolute Gegenteil von dem gewesen, dass man glaubt, man muss alles von außen bekommen. Mhm, genau. Es wird wahrscheinlich ein Mittelweg sein, was nicht. Okay. Waren wir schon bei Schritt 4? Nein. Bin unaufmerksam. Das waren jetzt die drei Schritte, gell? Das dritte war das Herz mit den Bedürfnissen, genau. Genau. Gut. Der vierte Schritt ist, insofern dann wieder genial, als dass er von innen den Schritt nach außen macht. Eigentlich das, was wir jetzt gerade geredet haben, wo kriege ich das her, was ich brauche? So, mag ich es im Außen haben? Mag ich, dass wer andere, der in meiner Gemeinschaft lebt oder mit mir zusammenlebt, mich dabei unterstützt, ein Bedürfnis zu erfüllen? Verbindung zum Beispiel. Oder ja, in Gemeinschaft oder Nähe. Da versuche ich dann, eine Bitte zu formulieren. Dass ich ganz konkret zu der anderen Person sage, was ich gern haben möchte. Was könnte der jetzt sagen oder da, was mir das Bedürfnis erfüllen wird. Das ist zum Beispiel in Beziehungen das, wo der andere aber schon vorher wissen sollte,
was er tun soll, damit es mir besser geht, bevor ich überhaupt weiß, was ich haben will. Wenn ich aber ganz konkret sagen kann, was ich brauche, kannst du mich bitte jetzt umarmen? Dann weiß er, was er zum Tun hat und kann er sagen, ja oder nein. Das macht es viel leichter. Mhm.